Kannst du schätzen, wie viel Prozent Steigerung haben wir da vor uns? Ja, das sind 60%. 60%? Nein, ja. Jetzt sind die 80 dran. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ich bin heute für euch in Oetichheim, das ist in der Nähe von Stuttgart, und Mercedes hat mich eingeladen. Wir sind hier in einer Kiesgrube und hier wird alles das getestet, was es gerne mal etwas schmutzig mag. Ich bin noch nie selber den Unimog und den Zetros über die ganz gefährlichen Sachen hier gefahren. Und da hat Mercedes gesagt, André, das darfst du heute machen. Du hast die Kiesgrube nur für dich. Ich freue mich riesig. Da machen wir zwei Videos von. Ich würde sagen, wir fahren erstmal mit dem Zetros so ein bisschen durch die Gegend. Und da hinten, da wartet schon jemand, das ist nämlich der Klaus. Und jetzt gucken wir mal, was hier geht. Klaus, grüß dich. Grüße dich. Du bist der Master of Disaster hier im Bereich Unimog und Zetros. Da, wo man mit dem normalen Auto nicht mehr hinkommt. Da bist du in deinem Element, ne? Da bin ich in meinem Element, genau. Wann bist du beim Daimler angefangen? 1970 habe ich angefangen beim Daimler. 1970? Ja. Da hat der Klaus angefangen zu arbeiten, da war ich noch nicht mal auf der Welt, ne? So geht's halt im so geht's. Leben der Zeit, ne? Du könntest mein Vater sein. No. Kann sein, ja. Ja. Was hat jetzt so ein Zetros noch mit dem zu tun, was du damals in den 70er Jahren kennengelernt hast? Okay, ich sage jetzt mal in den 70er Jahren. Der Unimog an sich hat sich ja vom Antriebsstrang, ne, und von der Boost-Zeit, was er hat, hat er sich nicht geändert. Er ist immer nur größer geworden. Ja. Der Antriebsstrang ist seither immer gleich. Ja. Nur, dass halt die Aggregate größer geworden, die Motoren sind stärker geworden. Kabine ist größer geworden, ja, man hat mehr Platz, man kommt besser rein. Da ist halt alles komfortabler geworden. Ne. Was hast du denn für mich heute dir so überlegt? Die maximale Neigungen, die man fahren kann, Schräglage, die Steigungen, ne, bis zu 80% können wir hier fahren. 80%? Ja, Wasserdurchfahrt. Das sind wie viel Grad? Das sind ungefähr 42 Grad. 42 Grad? Ja. Das ist so, ne? Ja. Und der Zetros kann das auch? Da kann das auch. Ja. Obwohl der ja deutlich größer aussieht, ne? In dem Moment, wo man Allrad und Sperren hat, kann fast jeder das gleiche fahren. Ne? Was man halt dann wirklich Unterschiede hat, sind nicht die langen Radstände, die Bodenfreiheit, wo man dann halt eher mal aufsitzt in der Mitte. Ja? Und bei Unimog haben wir halt durch die Portalachsen den Vorteil, dass wir dann auch höher kommen. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt vorne noch einen gelben, der ja. Sah auch ganz fesch aus. Ja. Können wir mit dem auch fahren? Können wir auch fahren, ja. Dann fahren wir jetzt mal mit dem Zetros. Ja. Und nachher steigen wir den Unimog um. Na, schauen wir mal. Zetros 1833, das heißt 18 Tonnen gesamt, 330 PS. Genau. Erzähl was zu dem Auto. Zetros ist eigentlich ein hochgeländegängiges Fahrzeug, ja, wo ich sonst mit dem LKW eigentlich auch nicht hinkomme. Ja, er hat auch extrem hochgebaut. Ja. Und auch das Fahrerhaus niedrig gebaut, ja, dass man das im Notfall auch mal verladen kann auf die Bahn. Oder auch im Flugzeug ist es transportabel. Den habt ihr so gebaut, dass ihr gesagt habt, bei der Konstruktion, das Auto muss ins Flugzeug passen. Genau. Im Hinblick auf Militäreinsatz. Genau. Das ist schon eine ganz normale Achse. Also das ist eigentlich wie sag mal, Bauweise LKW. Ja. Ne? Wie Arktos. Ne? Okay. Was habe ich da für eine maximale Verschränkung? Bei Unimog glaube ich um die 30 Unimog Grad. Um die 30 Grad, ja, wie so um 15 Grad. Ne? Also doch schon weniger. Weniger, ne? Ja. Aber würdest du jetzt mit dem Zetros hier runterfahren können? Einfach? Auf jeden Fall, ja. Ja? Ja. Einzige Problem, was man eventuell hätte, dass er dann in der Mitte aufsitzt. Okay, ja, damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. Würde ich sagen, Abfahrt. Innen drin sieht es so ein bisschen aus wie Artego, ne? Das oder? Ist auch Artego. Ist Artego, ja, Armaturenbrett. Ja, genau. Dann habe ich hier beim Zetros Sperre wie beim Unimog auch eine Sperre vorne. Ja, also ich habe beim Zetros jetzt, habe ich jetzt hier im Endeffekt Geländegänge. Ja. Also ich kann jetzt die Straßengänge untersetzen, da habe ich eine kleinere Geschwindigkeit. Was für eine Untersetzung? Was für ein Verhältnis? Ich glaube, sind dann 70% reduziert. Ne? Okay. Also 30% reduziert, 70%. Und habe dann Allrad, also permanent Allradantrieb, dann Hinterachssperre und Vorderachssperre. Dann kannst du ABS wahrscheinlich noch ausschalten, kann wenn du im Offroad bist. Genau. Also bei Sperre schaltet es sich automatisch aus. Ja. Was haben wir hier noch? Das ist dann im Endeffekt, die haben eine Reifendruckregelanlage. Ja.
Ich kann den Reifendruck einstellen, wie ich den gerne möchte. Ja. Also Geländer, Matsch, ja, oder wenn ich jetzt wirklich mal richtig stecke, ja, ganz runtergehen auf 1 Bar oder 1,5. Cool. Würde ich sagen, lass mal loslegen. Ja, so jetzt merkt man schon, aber easy, ne? Ja, ich muss nur kurz aufpassen. Ich habe jetzt bis Angst, dass er zu arg rutscht. Wie schnell sind wir auf der Straße unterwegs? 90 Kilometer. Also da wird ja dann gesetzlich abgeregelt. Ja. Darf auch nicht, also ich könnte schneller fahren, aber ja. 90 ist halt in Deutschland nur zulässig. Das Pfeifen ist jetzt vom Kompressor, von der Reifendruckregelung. Jetzt habe ich ja umgestellt, ne? Jetzt lasse ich die Luft ab, ne? Weil ich jetzt die Luft weiter runterfahre auf Gelände. Ganganzeige hast du da nicht, ne? Nein, nee. Nicht. Bist du jetzt im ersten oder im dritten? Das bin ich im dritten. Wobei so ein langer Radstand doch im Gelände eigentlich auch ruhiger läuft, oder? Läuft ruhiger, ja. Also je länger das der Radstand ist, umso ruhiger läuft er. Und auch jetzt die Kabine, die sitzt da auch hinter der Achse. Ja. Und dadurch bin ich auch im Gelände ruhiger. Also da liegt viel ruhiger auf der Straße. Was ja beim Zetros hier auch interessant ist, du hast eine Windschutzscheibe mit 3 Wischern, ne? So, jetzt geht's mal ans Eingemachte. Klaus meint, ich soll jetzt mal Steuer übernehmen. Ich glaube, der traut sich nicht so ganz hier den steilen Berg hoch. Und es gibt ja hier so einige steile Berge, bis 80%. Und da probieren wir jetzt einfach mal aus. So, was haben wir jetzt hier im Mitteldifferenzial? Du meinst aber, wir sollen Quersperre hinten auch... Also normal sollte man Steigungen, Gefälle immer mit in der Achssperre fahren, mindestens. Ja. Ja. Dass also die Hinterräder auch mit voll an, also angetrieben werden. Dass auch Ruhe im Fahrzeug reinkommt, ne? Ja. Ja. Kannst du schätzen, wie viel Prozent Steigung haben wir da vor uns? Na, das sind 60%. 60%? Ja. 60% hast du im normalen Straßenbetrieb schon nicht? Nein. Also Straßenbetrieb hast du 25, wenn es hochkommt, oder? 15 bis 18. Wenig Gas. Ein bisschen mehr Gas. Die Seite war mal ein bisschen. So. Es soll immer so Gas bleiben, dass im Endeffekt, dass man merkt, das stirbt nicht ab. Ja, ja. So, wo geht's lang? Kann man also rechts fahren oder kann da links gehen. Das ist ja das Schöne, wenn du jetzt hier fährst, du siehst oft gar nicht, wo du hinfährst. Ne? Gerade wenn du wirklich das jetzt im Gelände... Das ist auch durch die lange Haube, da muss man immer ein bisschen seitlich gucken, ja, weil von vorne sieht man dann meistens nicht, wo man fährt. Ja. Und jetzt bleiben wir einfach im Standgas? Genau. Entweder dann über Motorbremse hier, ja. Ja, oder halt Fließbremse. So, was haben wir jetzt vor uns? Also hier haben wir jetzt die 60% Auffahrt. Ne? Auf Beton, auf glatt. Beton, glatt, ja. So, vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, ich mache mal Frontsperre rein, oder? Oder meinst du, braucht man nicht? Nee, also sagen wir bei 60%, man kann es reinmachen. Also ich würde es auch empfehlen, ja. Ja, reinmachen, bis man oben ist, um eigentlich alle Räder gleichmäßig Antrieb zu haben. Und wenn wir oben sind, machen wir sie raus, damit wir dann den Radius kriegen. Genau. Okay, machen wir das doch. Ja. So, was mir jetzt auffällt, ich gucke nach vorne und ich sehe nur Wand, nur Steigung. Wenn man ist, Gefahr für Leib und Leben, dann meldest du dich, ne? Nein, nein, da passt. Und da merkt man dann auch, man braucht auch manche, bei vielen machen halt so bei Steigungen dann Vollgas bis zum Anschlag. Brauchst du ja gar nicht, ja, im grünen Bereich hier, maximales Drehmoment. Ja,
man muss sehen, wie arbeitet der Motor. Ja. So, jetzt, jetzt kann ich im Endeffekt schon die Vorderachssperre rausmachen. Ja. Ja. Eine Stufe zurück. Oder, ja. So, jetzt muss ich links rum oder jetzt kann man links rumfahren. Okay. Ja. Jetzt sehe ich das aber erstmal, ich war noch nie hier oben. Ja. So, da ist schon. Muss halt immer bremsbereit sein. Ne? Ja. Ein bisschen rechts. Und dann aber gleich links hier rum. Ja, jetzt hat er auch mit, ist ein bisschen gerutscht. Ja, ne? Schiebt ein bisschen ja. Wir nehmen mal wieder den ersten Gang. Und dann gucken wir mal nach vorne. Ja. Also jetzt merkst du auch die Kraft. Ne? Ja. So, Sperre vorne raus, damit wir hier rumkommen. Am besten alles rausmachen. Muss halt bei denen Fahrzeugen immer ein bisschen später einschlagen jetzt wie beim Fronthauber. Ja. So, jetzt ist auch wieder das Thema. Ich sehe nicht, wo ich hinfahre. Man muss immer ein bisschen links Tür rausgucken. Ne? Ja, ja. Jetzt geht es bergab. Ich habe jetzt links mal rausgeguckt aus dem Fenster. Wir sind in der Spur, aber es fühlt sich komisch an. Klaus, dich bringt dir gar nichts aus der Ruhe, ne? Du bist noch ganz entspannt? Bin noch ganz entspannt. Du vertraust dem Fahrzeug? Auch. Vertraust du auf den Fahrer? Ja, ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Ja, einmal für die erste Fahrstunde im Gelände jetzt, ne? Meinst du, ich soll jetzt auch gleich noch mal ein bisschen auf der Bremse bleiben? Ne, solange dass er jetzt rollt, erst wenn er dann ins Fallen kommt, ne? Ja. Dann ein bisschen mitbremsen. Ne? Jetzt ein bisschen mitbremsen, keine Kupplung. Nee, Kupplung war ich nicht. War ich nicht auf der Kupplung? Ah, ich weiß, was man haben kann. Jetzt, also jetzt merkt, jetzt haben wir kein Allrad drin gehabt. Ach du Scheiße, ja guck. Ja, jetzt haben wir merkt, jetzt ist er schon ins Rutschen gekommen. Ja. Aber man merkt es eigentlich auch gleich, ja. Ich hab's auch. Dass jetzt nicht stimmt, ne? Ja, ich hab's auch gemerkt. Der kam mir auch zu schnell auf einmal. Ja. Und ich habe nur ganz leicht angebremst, aber das war ein bisschen wenig. So, jetzt sind die 80 dran. Ja. Nur wenn wir jetzt im Fall ins Rutschen kommen, wenn wir hochfahren. Ja. Also wenn man merkt, dass die Räder durchdrehen würden. Ja. Ne? Ja. Kupplung drücken, ja. Bremse ja. Und dann einfach grad zurückrollen lassen. Im Rückwärtsgang. Ja. Nein, also Kupplung gedrückt halten, bis man ganz unten ist, wenn wir im Fall ins Rutschen kommen würden. Ne? In dem Moment, wo ich runterrutsche, ja. Mit blockierten Bremsen, Zetros ist ja auch nicht ganz so schlimm, aber Unimog. Dann kann er quer kommen. Genau. Ja, und dann kannst du schmeißen. Genau, ne? Wollen wir ja heute nicht. Wollen wir nicht. Ne. Weil das muss man sich immer vorstellen. Ne? Wir fahren jetzt 38 Grad Steigung hoch und wir haben jetzt hier ein Leergewicht von 8 Tonnen. Circa 9 Tonnen werden wir haben. Stell dich mal zu Fuß da auf die Steigung und schieb mal 8 Tonnen hoch. Eben. Dann weißt du, was geht. Boah, jetzt merkt man. Kommt er nicht, ne? Na, jetzt sind die Räder, wenn die Räder nass sind, ne? Liegt das, ja, muss ja an den nassen Rädern liegen, ne? Naja. Bringt jetzt auch nichts, wenn man nochmal probiert, ne? Nee. Passt ja nicht. Jetzt probieren wir es halt Mittag nochmal, wenn es dann draufstehen hat. Ja. Aber wir haben gesehen, ne, ohne Netz und doppelten Boden. Ne? Ja. Also das ist schon Grenzbereich. Das ist jetzt hier nicht. Das ist jetzt nicht eure Komfortzone, wo ihr sagt, das ist nicht so wie bei Wetten, das passt sowieso. Nee. Das Problem ist halt immer der Untergrund. Ne? Winter, Frühjahr und Spätjahr haben wir immer die Probleme. Ja? Weil nachts wird es, also der Reif, Kälte drüber. Ja? Und dann ist so eine leichte Schicht drauf. Ja? Und die Räder brauchen bloß ein bisschen feucht sein, dann hat man keine Chance mehr. Ja, du hast es da. Hat man es gemerkt, ne? Da kam der Schlupf und dann war auch. Genau. So Leute, jetzt bin ich bei 80% Gefälle. Hochgeschafft haben wir es ja nicht ganz. Lach am Boden, aber wenn man den Berg nicht hochkommt, dann zumindest immer runter. Ne? So. Noch sehe ich nichts, das ist schön. Ja, ist ordentlich rutschig. War nicht auf der Kupplung. Nee. Aber ich habe ein bisschen gebremst. Ja, ne? Ja. Aber da hast du jetzt auch gemerkt, was er da auch gerutscht hat. Ne? So Leute, ich habe ja heute Nacht nicht viel geschlafen, weil wir sehr früh raus mussten. Aber eins kann ich euch sagen, jetzt bin ich wach. Wenn du da so rückwärts runterkommst, das ist ein ganz schönes Erlebnis.
Aber die Frage ist ja, woran lag es? Ja, weil es einfach hier noch feucht ist. Es hat heute Nacht gefroren, das ist jetzt so der Frost, das taut so ein bisschen. Hier reichen sie natürlich auch nass und da sind irgendwo die Grenzen der Physik erreicht. Ich habe euch das schon gezeigt bei meinem Test vom Jeep Wrangler Offroad. Blenden wir euch gerade mal oben ein. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Oder auf Schwung. Und den Schwung, den zeigt mir Klaus jetzt nochmal, weil Klaus meint, er hat noch ein kleines Bonbon für uns. Jetzt hast du Sperre vorne raus. Jetzt abstützen ins Bodenblech. Oh. Alter Falter! So, jetzt fahren wir mit 50 hoch, okay. Oh, das ist jetzt heftig. Und jetzt mit 50 hoch. Oh, oh. Ja,